Ich komm zurück nach Amarillo. Ein bisschen müde ist er, der gute Laune-Titan. Da hilft auch die idyllische Kulisse von Schloss Niederweis erstmal nichts. Am Abend hatte Roberto Blanco noch einen Auftritt in Bremen, dann 500 Kilometer in die Eifel mit ihren abenteuerlichen Straßen. Nur kurz vorm Hotel, die fing an, die Kurven hier, diese Eifelkurven und so. Ich sag, oh Gott, das ist, komm ich vor wie Training für Rallye Monte Carlo. Und dann im Hotel war ich und vom Hotel bis hier, für den nächsten Tag, schon wieder die Kurven, aber schön. Ich sag, boah, das ist schönes Training, wunderbar. Hier in der tiefsten Eifel will sich der 76-Jährige auf die kommende Theatertournee vorbereiten. 4 Wochen lang probt das Ensemble in der Abgeschiedenheit von Schloss Niederweis. Roberto Blanco spielt in der Komödie Der Mustergatte einen Frauenhelden. Für die Schauspielkollegen die Idealbesetzung. Also er hat was sehr Charmantes, was sehr Angenehmes und was sehr Lustiges. Und Frauen finden Humor, glaube ich, am attraktivsten. Also dementsprechend nimmt man ihm das sehr gut ab und kann sich auch vorstellen, dass da viele Damen ihn gut finden. So. Also als alles bereit war und ich sie aus dem Brautkleid entblättert habe, ja, mein Gott, ich war so nervös und meine Hände haben so gezittert und da ist mir beim Schuh ausziehen ein Schnürsenkel gerissen. Warum? Wenn mir eine gerissen wäre, was hat sie denn gesagt? In der Komödie Der Mustergatte geht es um eine Ehefrau, die ihres viel zu netten Mannes überdrüssig ist. Als die Trennung im Raum steht, hilft ihm ausgerechnet sein bester Freund Roberto Blanco. Schließlich weiß er als ausgemachter Frauenheld, wie das weibliche Geschlecht so tickt. Eine Rolle, mit der sich der Entertainer voll und ganz identifizieren kann. Also, ehrlich gesagt, ein bisschen passt dazu, weil die Presse und alle haben mir immer als Ladykiller gestellt. Aber gut, das gehört dazu. Ich freue mich, das als das Gegenteil zu sein. Ich habe Glück bei den Frauen Bellamy und ich finde das schön. Ich meine, ich finde das toll und so bin ich. Die Kulissen für das Stück stehen in einem Landcafé. Zum Brunch gibt es ganz nebenbei noch den probenden Roberto. Die Wand ist schwarz. Da stehe ich mir nicht vor der Wand, da sonst sieht man mich nicht. Da muss ich immer so und die Augen rollen. Ab Herbst stehen 18 Auftritte in ganz Deutschland an. Dazwischen will er noch seine 40 Jahre jüngere Lebensgefährtin endlich offiziell heiraten. Klingt nach Stress, nicht aber für Roberto Blanco. Das hält jung, ich habe ein volles Kalender und das ist toll. Ich freue mich auf meine nächste Aufgabe und das hält jung. Und viele Leute sagen zu mir, Mann, du bist 76, das sieht man nicht. Und mein Temperament, ich könnte nicht. Seit 6 Jahrzehnten steht Roberto Blanco auf der Bühne. Und eins hat sich nie verändert.